Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Let's Build Video. In diesem Video baue ich in Erlengrad einen kleinen Hof für das kommende Hay and Forage Mini Let's Play. Also ein kleines Let's Play mit wenigen Folgen, wo wir uns die Maschinen und Fahrzeuge von dem Hay and Forage DLC in aller Gemütsruhe anschauen. Also nicht so Gemütsruhe wie 20 Folgen, sondern geplant sind 5 Folgen. Aber dafür brauche ich erstmal hier einen Hof. Ich habe hier als Farmmanager gestartet, damit hier alles schön leer ist. Und dann können wir loslegen. Ich stelle mich mal hier so zu den Felsen, damit ich nicht im Weg stehe. Jo, und dann schauen wir mal, ob wir hier zackig einen Hof hinkriegen. Das wird jetzt kein super duper top Hof, der einen Schönheitspreis gewinnen soll. Aber er soll ja ganz nett sein, so dass man da gerne spielt. Ach, ich habe das Land noch gar nicht gekauft. Gut, dann kaufen wir erstmal das Land. Ganz feierlich. Land kaufen. Das sind ja gleich die Felder hier, die Wiesen mit dabei. Kaufen. Jawohl. Und wenn uns das nicht reicht, kaufen wir hier noch mehr Wiese später. So, jetzt aber loslegen. Farmhäuser. Da nehme ich natürlich mein selbstgebautes Farmhaus, Alpenfarmhaus, das ich dereinst mal extra für diese Karte gebaut habe. So, wunderbar. Und dann nehmen wir ein paar Unterstände. Die nehmen wir von meinem Alpenfarmgebäude-Pack. So. Das meiste betont schlicht und einfach. Hier so vielleicht. Ja, das müsste eigentlich gehen. Dann kann man da in der Ecke noch was machen. Passt da noch so eins hin? Gerade so. Ja, ich denke mal, das macht schon Sinn. Wir haben ja da in erster Linie so relative Kleingeräte, die man da schon ganz gut so unterstellen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächer. Das heißt, da passen jetzt insgesamt 12 Kleingeräte rein. Ich mache hier das mal weg. Landschaftsbau. Versuchen wir mal, ob wir hier mit Malen das alles irgendwie übermalt kriegen. Oh ja, das passt doch prima. Super. Bisschen größer und dann später hier nehmen wir noch einen eckigen. V. Ah ja. Oh, wie haben die das hier so gerade gekriegt? Obwohl das ja eigentlich eine schräge ist. Beachtlich. Aber hier passt's. So. Machen wir mal. Das ist schon das Größte. So. Hier in dem Bereich werden zwar Ställe kommen, die dann wieder mit Gras übermalt werden, aber das macht nichts, denke ich. Und jetzt machen wir hier nochmal eben, denn es hat sich irgendwie so angefühlt, als sei das nicht so ganz eben. Obwohl es das eigentlich sein müsste. Ja, das ist das Richtige und das machen wir jetzt ein bisschen stärker. So. Damit wir hier keine unliebsamen Huppel drin haben. Was ich auch noch gerne hätte, wäre mindestens eine Durchfahrhalle. Ob man die vielleicht hier hinpacken könnte. Das wäre dann nur eine kleine.
Nee, das ist schon ziemlich steil. Das macht keinen Sinn. Und hier? Von hier macht es Sinn. Also hier eine Durchfahrhalle würde im Prinzip Sinn machen. Halle, Halle, Halle. Gut. Und zwar wenn, dann was etwas Größeres. Mähdrescher brauchen wir ja nicht. Dann würde wahrscheinlich auch die da reichen. Aber Platz genug ist für die da. Dann nehme ich die da. So. Okay. Und dann packen wir hier zwei kleine Ställe rein. Und zwar dachte ich, einmal für Kühe. Einen einfachen Kuhstall. Nehmen wir ruhig den mit Wasserautomatik. Ich meine, den Schafen muss ich dann trotzdem noch Wasser bringen. Dann kann ich den Kühen auch Wasser bringen. Dann ist das wenigstens gleich sozusagen. Ah ja, das ist mein einfacher Kuhstall-Pack. So. Relativ preiswert für 25 Kühe. Schlicht, einfach, klein. Das ist der Gedanke dahinter. Und dann habe ich hier mein etwas umfangreicheres Schafstall-Pack. Da nehmen wir jetzt einen mittleren Stall. Einfach für Wolle. Ist der groß, klein? Der ist mittel, okay. Der passt dann auch gut zu dem da. Vielleicht lasse ich ein bisschen Platz dazwischen, falls man mal zwischendurch fahren will. So. Und da haben wir hier von selber Wiesen gekriegt. Das ist doch fein. Und die Aufgabe in diesem Let's Play ist sozusagen, versorge die Tiere. Da muss ich mir natürlich außer den Sachen von dem Pack auch noch zum Beispiel einen Wassertank kaufen und so. Es wird also noch ein paar Sachen extra geben. Gut, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Pflanzengemahle. Ne, erstmal Boden. Weil hier hinter... Das könnte man jetzt ja hier mit als Wiese machen. Ich habe jetzt hier mal keine Jungtiere drin und keinen Grasungsmod und so. Weil wir wollen uns ja auf dieses Hay and Forage Pack konzentrieren. Gut. Was ich auch noch geliebäugelt habe, ist eventuell meine kleine Produktion. So. Ich denke mal, das mache ich. Die Farmproduktion. Da muss ich dann die Rasterplatzierung anmachen. Und zwar können wir dann hier die Wolle und die Milch hinliefern und dann tolle Sachen produzieren. Und hier können wir Mischration mitmachen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Pack hier mit reinbringe. Also diese Mini-Produktion, weil da kann man sehr gut Mischration mitmachen. Wir haben ja keinen Futtermischer in dem Pack oder so. Und die Kühe fressen nun mal so gern Mischration. Jetzt male ich das noch hier so an. Jawohl. Okay. Im Prinzip reicht das schon. Also so vom Technischen her, was wir brauchen. Ein Silo brauchen wir eher nicht, weil hier geht es nur um Gras und so. Ah, Wasser. Anschlüsse. Mal gucken, ob ich da was dabei habe. Kann sein, dass ich das noch extra reinholen muss. Das wäre beim Container. Ja, wunderbar.
Das packe ich mal hier hin. Und hier auch eins hin. So. Habe ich eigentlich schon richtig erklärt, wofür ich diesen Hof brauche? Ich glaube ja. Dass ich ein Mini-Let's Play machen will mit dem Hay and Forage Pack. Und dass ich dafür hier einen kleinen Hof brauche, damit wir irgendwie ganz gut unterkommen in der Zeit. Ja, so ein schneller Hofbau hier. 10 Minuten. Und das Ding ist eigentlich im Wesentlichen schon fertig. Ja, wie gesagt, Silo braucht man nicht. Im Ballenlager und so macht auch keinen Sinn. Erstens machen wir keine Ballenproduktion in dem Pack. Und Paletten, die, wenn überhaupt, werde ich die gleich verkaufen. Aber es geht mir hier nicht darum, Geld zu verdienen. Ihr seht ja auch, ich habe jede Menge Geld. Das ist jetzt kein Let's Play, wo ich mich hocharbeite, sondern es ist ein Let's Play. Wir probieren ein paar Geräte aus. So, jetzt mache ich dies hier mal noch irgendwie hier die Zacke raus, weil die passt irgendwie nicht. So. So ist es ein bisschen passender. Jetzt habe ich natürlich hier durcheinander gebracht. Ich asphaltiere das hier einfach auch. So. Tja, und ich fürchte, wenn ich hier mit Dreck ein bisschen dekoriere oder auch mit Asphalt, das wird dann gleich so krass. Vielleicht hier im Schotter ein bisschen. Ich guck mal, ob das ganz gut aussieht. Oh, das ist auch krass. Und wirkt es zwar schon... Nee, es wird nicht natürlich wirken, weil es einfach ein bisschen zu krass ist. So, ich könnte aber ein paar Bäume hinstellen. An unverfänglichen Stellen. So, hier zum Beispiel. Und hier hinten rum müssen wir auch nicht fahren. So, mal gucken, was wir hier noch so haben. Das sind dann die Nadelbäume, Birken, Eichen, Pappeln und Weiden. Das ist hier alles. Das war mir ja gar nicht bewusst, dass hier das Baumangebot so dürftig ist. So. Kriegen die manchmal auch ein bisschen Schatten. Und da vielleicht bei der Produktion haben wir auch noch ein bisschen Platz für das eine oder andere Bäumchen. Da passt eine richtig große rein. Hier besser nicht, weil da will ich ja von hinten durchfahren. Und da vielleicht eine Mini-Birke. Ja, das wäre doch hier ganz nett. Vielleicht sogar hier eine und dort eine. Hey, schon fast ein bisschen zu groß. Ach, ich nehme die mal. So. Jetzt vielleicht noch ein paar Büsche. Ein
Da in der Mitte ist irgendwas noch grasig. Das geht ja gar nicht. Gut. Ja, eigentlich bin ich hier schon ganz richtig bei den Büschen. Da. So. Okay. Vielleicht hier auch noch so den einen oder anderen Busch. Vielleicht noch einen kleinen dazu. Gut. Ja, jetzt mal kurz nachdenken, ob ich nicht noch was Wichtiges vergessen habe. Normal würde ich ja ein Silo hinmachen, wenn es ein richtiger Hof wäre, aber wird's ja nicht. Also schon ein richtiger Hof, aber halt kein Rundumhof, sondern nur für Grasbearbeitung. Fahrsilo brauche ich auch nicht, weil ich die kleine Produktion habe. Wasser habe ich bei den Ställen. Und ist die Mitte groß genug für eine dekorative Baumscheibe? Ich glaube fast. Es ist schon ziemlich groß. Das mache ich dann vielleicht mal. So. Denn ich habe zwar schon gern viel Platz zum Fahren, aber es muss ja auch kein extrem kahler Hof sein, was er jetzt schon ist. So. Gut. Wäre das schon mal geklärt. Und jetzt kommt hier natürlich die große Eiche hin. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so an Blümelchen machen können. Vielleicht in der Mitte ein paar Büsche. So. Okay, vielleicht sogar einen etwas größeren. Okay. Und dann, das ist jetzt eckig, dann machen wir das rund. Machen wir hier so ein paar gelbe Blumen. Aber nicht so perfekt wie so ein französischer Garten, sondern mehr so etwas locker. So. Und hier einen Ring mit blauen Blumen. Und ich hoffe dann, dass der nicht beim Rumfahren stört. So. Ja, ist schon so ein bisschen schepp das Ganze. Ich denke mal, das macht das Ganze schon etwas besser. Und dann, da hier ist es nochmal, kriegt es den super kahlen Overkill. Man, also dahinter wende ich natürlich keine Bäume hin, aber ich könnte vielleicht hier so ein bisschen grün und vielleicht die eine oder andere Pappel hinmachen.
So. Weil die sind ja recht schmal. Okay. So. Ein bisschen übergemalt. So, sieht etwas ordentlicher aus. Dann fange ich mal wieder mit Gras an. Und jetzt gucken wir hier mal. Ich meine, zur Not kann ich auch eine Birke nehmen. Die kleinen Pappeln sind schon recht hoch. So. Ja, die ragen da so ein bisschen rein. Aber ich denke mal, das würden die auch in echt, wenn man die kleiner pflanzt und dann werden sie halt größer und dann wachsen die so ein bisschen um das Dach rum. Ich denke mal, das ist vertretbar. Und dann nehmen wir hier vielleicht mal die hellen... Ne, das sind gar keine Gänse... Doch, das sind Gänseblümchen. Weil für Edelweiß ist es hier ja nicht hoch und bergig genug. So. Jetzt gucken wir uns das mal von hier so an. Ja, ich finde, es ist schon besser. Und man könnte hier neben den Stall auch was machen. Denn man muss zwar hier freie Fahrt haben, aber hier könnte man ja durchaus noch ein bisschen was blümeln. Man könnte diese ganze Ecke noch blümeln. Also mit blümeln meine ich jetzt in diesem Zusammenhang blümeln und bäumeln. Wofür braucht man das Eck? Für nichts. Ein bisschen größer. So. So. Und dann passt hier auch noch ein ordentlicher Baum rein. Ja, jetzt mal gucken. Ja, man braucht es für nichts, dieses Eck. Weil für die Fahrzeuge habe ich ja hier mehr als genug Unterstände, denke ich. Und wenn nicht, könnte man da hinten noch was hinstellen. Und hier kann man gut durchfahren. Also, nochmal drei Pappeln wären nicht so das Wahre. Dann nehme ich hier eher eine größere Birke und hier noch eine kleine. Ja, vielleicht so, so, ja. Und dann hier irgendeine Zwischengröße. Da so ein Babylein. Ach ja, warum nicht? Dann haben wir es alle vereint. Und dann reicht es hier ein paar Büsche zu machen. Denn Blumen haben wir hier ja auch schon. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel. Nehmen wir mal mittelgroße Büsche. Und noch ein paar kleine. Jawohl.
Ich denke mal, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Okay. Ich denke mal, ich lasse das dann so. Und morgen fange ich dann mit dem Mini-Let's Play an. Ich werde wohl noch mal die ganzen Fahrzeuge vom Shop hier hochfahren. Und also ohne aufzunehmen. Und dann geht's los mit, ja, irgendwie Gras vom Berg holen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.